Sie ist wieder da, die Top Paar Team Prediction. Jetzt geht's wieder los. Let's go. Falls du noch günstige FIFA Points, Coins, PSN Cards oder Xbox Cards brauchst, schaut bei meinem Sponsor IGFold vorbei und mit dem Code SMAXY bekommt ihr einen richtig fetten Rabatt. Link dazu in der Videobeschreibung. An die smarteste Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und zur nächsten, nach endlich mal 2 oder 3 Wochen, nächsten Top-Partien Prediction, wo wir eigentlich in den letzten Wochen, wo wir sie dann hochgeladen hatten, eigentlich gar nicht mal so schlecht abgeschlossen haben. Deswegen habe ich für euch heute wieder mal insgesamt 8 Begegnungen mitgebracht, wo wir uns einfach mal drum kümmern können. Werden sie kommen? Können sie kommen? Wie gut stehen die Chancen und so weiter und so fort? Und darauf gehen wir natürlich ein. Wenn euch das ganze Video gefällt, gebt gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir die 1500 Likes schaffen. Smaxy Army, ihr könnt das. Ich weiß das. Und ihr hattet Bock auf die Top-Partien-Prediction. Jetzt zeigt es mir bitte auch damit. Für günstige PSN-Karten oder Xbox-Karten habt ihr meinen Sponsor MMOGA unten verlinkt. Da könnt ihr mich mit unterstützen. Und dann gehen wir direkt mal rein in die ganze Sache. Lange ist her, aber sie ist zurück. Die Top-Partien-Prediction. Ihr seht schon, wir haben insgesamt 8 verschiedene Begegnungen hier mit auflaufen. Ich habe mir diesmal die Quellen von Foothead und Footbin genommen, weil ich muss heute Abend, wenn ihr das seht, bin ich ja gerade auf dem Weihnachtsmarkt. Da ist ja das kleine Abonnententreffen plus Klassentreffen von mir. Und da habe ich jetzt ein bisschen Druck gehabt, ja, da konnte ich nicht selber nachgucken, deswegen habe ich die einfach mal von dort genommen. Ich hoffe, das geht in Ordnung, Jungs. Aber wir starten mal rein. Top-Partien-Prediction Nummer 1. Wir gehen rein in die englische Liga, ja, da gibt es auf jeden Fall ein Spiel. Ihr seht schon, ich habe das nicht nach Chemie gemacht, ich habe wirklich alle Spieler, die ich hatte, habe ich hier mit reingehauen in die ganze Sache. Wir haben ein Spiel und zwar ist das Brighton gegen Bournemouth FC. Na, spielt in der ersten englischen Liga und ihr seht schon, Brighton ist eher eine Mannschaft, wo es sehr, sehr wenige Goldspieler gibt. Das bedeutet auch dahingehend, dass Silberspieler auf jeden Fall ansteigen können. Ja, das ist definitiv klar. Zu den Top-Partien muss man immer sagen, wenn ihr investiert, versucht wirklich zu investieren in Außenverteidiger zum einen, zum anderen in ZMs und vielleicht auch in Stürmer. Die werden am meisten mitgebraucht und steigen auch am meisten. Des Weiteren Non-Rare-Karten, wie zum Beispiel Non-Rare-Goldspieler, werden sehr, sehr oft gebraucht, beziehungsweise steigen am meisten an. Des Weiteren aber auch Silberspieler und Bronzespieler im Allgemeinen, ja, weil die einfach nicht so oft auf dem Markt sind. Das ist eigentlich das, was man eben machen muss. Wenn ihr nicht investieren wollt, sondern sagt, gut, ich kaufe mir jetzt eben nur die Spieler, um sie dann günstiger abzuschließen, dann kauft euch 2 bis 3 Spieler pro Verein, das sollte kein Problem sein. Und damit seid ihr eigentlich definitiv auf der sicheren Seite. Ja, weiter geht's. Wir haben Mannschaftsauswahl Nummer 2, TP2, und hier haben wir nur 3 Spieler. Das Schlimme daran ist, ich habe ja heute Morgen erklärt oder heute Nachmittag oder Vormittag erklärt, wie die ganze Sache läuft mit der ganzen Sache zwecks unendlich viele Spieler eben im Verein haben. Und wenn ich jetzt mir irgendwelche Spieler kaufe, dann ist es natürlich bitter, weil die finde ich nie wieder. Ja, und deswegen habe ich falsch investiert. Ja, ich hätte erst Top-Partien investieren sollen, alles im Verein speichern und dann nehme ich die so mit. Entweder ich erbiete sie mir, die Spieler, oder ich lasse es sein. Aber wir haben ja die englische 3. Liga und zwar ist das Wigan Athletic gegen Shrewsbury Town. Oder ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Natürlich, 2 Mannschaften, englische 3. Liga, da gibt es kaum Goldspieler, die werden definitiv auch ansteigen. Ja, definitiv, da bin ich mir auch relativ sicher, dass sie vielleicht auch davor schon ansteigen bis zum Dienstag. Dienstag 19 Uhr kommen ja meistens die Top-Partien raus und das Wichtigste ist, wenn ihr wirklich einfach nur mitnehmen wollt, sicheren Gewinn mitnehmen wollt, verkauft sie im Hype, heißt ungefähr so am Dienstag, so 14, 15, 16 Uhr, haut sie alle weg, wenn dann einige schon gestiegen sind. Ich denke, das solltet ihr auf jeden Fall packen. Das waren Ägypter, den hatte ich für Salah gekauft. Vielleicht geht er natürlich auch weg. Ich hoffe es, dass er dann vielleicht wieder ansteigen könnte. Wir können ja ganz kurz mal einfach nachgucken, wie sieht's aus vom Preis her. Er liegt ungefähr so, ja, bei 700. Also da wird man auf jeden Fall nicht so wenig Verlust machen mit der ganzen Sache. Das sind wahrscheinlich alles beides Erstbesitzer. So sieht's aus. Genauso der hier, richtig. Und damit sind wir mit Top-Partie Nummer 2 durch. Weiter machen wir mit Top-Partie Nummer 3. Und hier gehen wir in die schottische Liga. Hier ist das Spiel schlechthin, was meiner Meinung nach auf jeden Fall drankommen kann. Ja, und das wird sehr, sehr oft auch spekuliert. Und zwar ist das Derby. Celtic Glasgow gegen die Rangers aus Glasgow. Und da muss man sagen, ich habe leider nur einen einzigen Spieler von den Rangers. Ich muss mal gucken, wie ich das Ganze mache.
Die anderen ganzen Celtic-Spieler habe ich alle noch, weil ich ja schon mal die in der Topper-Team-Prediction hatte. Da habe ich mir sehr, sehr viele geholt. Deswegen kann man das auf jeden Fall mal machen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr sichere Quelle, dass die definitiv kommen kann. Hier muss man natürlich sagen, dass die ganzen Goldspieler vielleicht nicht so sehr steigen. Zumindest die seltenen nicht. Wir können ja mal reingucken, Armstrong und sowas. Die kriegt man alle noch relativ billig. Was steigen wird, ist definitiv die Bronze- und Silberspieler. Also dahingehend definitiv auch investieren. Wir machen weiter. Top-Partie Nummer 4 und sind bei der Hälfte angelangt. Jetzt gehen wir weiterhin in der schottischen Liga oder bleiben dort. Und zwar spielt dort gegeneinander Hibernian gegen die Hearts. Ja, auch hier zwei Mannschaften aus der schottischen Liga, wo es sehr wenig Goldspieler gibt. Auch hier, wenn diese Partie kommt, geht es auf jeden Fall nach oben mit den Preisen. Ja, also jetzt schon mal investieren und dann im Hype verkaufen, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um ein paar Coins zu machen. Für diejenigen, die eben relativ viele Coins haben, denkt immer selber drüber nach. Top-Partie, es ist eine Prediction. Das heißt, es kommt nicht safe alles, was ich hier zeige. Deswegen zeige ich natürlich auch 8 Begegnungen, die die Möglichkeit haben. Überlegt euch selber, in was wollt ihr investieren, wie viele Münzen habe ich zur Verfügung und dann denkt einfach selber drüber nach, ja, ob ihr investiert, in welche Mannschaften ihr investiert. Ich gebe euch nur die Tipps und hoffe natürlich, ich helfe euch damit vielleicht ein Stück weit weiter. Wir machen weiter, TP5 ist, und zwar 54 Chemie, wir gehen in die saudi-arabische Liga, eine SBC-Liga, die natürlich auch jetzt hier schon anzeigt, die Spieler sind wahrscheinlich schon ein Stück weit teurer. Und zwar ist das ganz einfach, und zwar Al-Ali gegen Al-Nasr. Ja, auch eine, zwei Mannschaften, wo es kaum Goldspieler gibt. Das ist das Team von Al-Soma. Ja, den gibt es ja als SBC-Spieler zu gewinnen dann, wenn man die komplette Liga abschließt. Auch hier werden natürlich die Spieler steigen. Im Hype verkaufen, 2-3 selber mitnehmen, um die billig abzuschließen. Und das Ding reicht eigentlich schon. Ja, muss man halt einfach so sagen. Wir machen weiter. TP6, wir haben noch 3 insgesamt übrig, 3 Spiele. Und zwar gehen wir diesmal in die italienische Liga und zwar spielt er gegeneinander Inter Mailand gegen Lazio Rom. Das sind zwei Mannschaften, die auf jeden Fall relativ groß sind. Die haben eine gute Vergangenheit, die haben eine große Geschichte, die hatten gute Spieler. Dieses Jahr ist es vielleicht nicht ganz so optimal bezüglich damals Topspiel, Erster gegen Zweiter oder sowas. Ich kenne mich gerade in der Calcio A-Liga überhaupt nicht aus, wie es da in der tabellarischen Situation gerade ist. Aber auch das sind zwei Vereine, die auf jeden Fall groß geschrieben sind. Hinter AS Rom, Neapel, Juventus Turin und AC Mailand sind das auch 2 der 6 größten Vereine aus der italienischen Liga. Und deswegen kann man da auf jeden Fall ein bisschen was mitnehmen. Wir machen weiter. Nächste Top-Partie. Ihr seht schon, wir haben ein weiteres Spiel aus der italienischen Liga. Und zwar Genua gegen den FC Turin. Auch hier Torino FC. Definitiv kann man einfach mal 2-3 Spieler mitnehmen. Ihr seht schon, wir haben auch nicht sonderlich viel, weil das hier eine Partie ist, die meiner Meinung nach nicht wirklich gute Chancen hat zu kommen. Aber bei EA weiß man natürlich nicht, was dran kommen könnte. Und natürlich Top-Partie Nummer 8. Bevor wir da reingehen, Chelsea gegen Arsenal. Falls du nämlich noch eine Top-Partie hast, schreib sie gerne unten in die Kommentare. Es soll Community-basierend sein. Schaut unbedingt in den Kommentaren, like die Spiele hoch, die ich vielleicht selber nicht angebracht habe. Und damit helfen wir uns einfach beide gegenseitig. Ja, also warum nicht? Nächstes Spiel, letztes Spiel, Top-Partie Nummer 8. FC Arsenal gegen den FC Chelsea. Auch hier natürlich wieder das Londoner Derby. Kann auf jeden Fall drankommen. EA, wir wissen es genau, Premier League. Kommt eben drauf an, bringt sie Brighton gegen Bournemouth oder eher nicht. Da muss man immer drüber hinwegsehen, was jetzt genau EA bringt. Ja, die sind mit der EA oder mit der Premier League relativ gut verbunden, vor allem durch den Player of the Month, der kommt und bevorzugen vielleicht auch andere Spiele und sonstiges. Deswegen einfach mal gucken. Ich meine, hier kann man auf jeden Fall ganz gut investieren. Arsenal gegen Chelsea, die Spieler sind jetzt nicht allzu teuer, vor allem weil es da eben auch sehr, sehr viele seltene Goldkarten gibt. Die kann man immer relativ günstig abschließen und es gibt meistens auch ein sehr, sehr gutes Pack. Also kann man die auf jeden Fall mitnehmen. Und damit soll es das, denke ich mal, gewesen sein. Ich hoffe natürlich, ich hat das Ganze ein bisschen weitergeholfen. Ich denke, von euch werden 2-3 Leute auf jeden Fall dahingehend auch investieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach nochmal eure Meinung unten in die Kommentare reinballert. Was denkt ihr? Welche kommen vielleicht? Welche habe ich noch nicht genannt und könnten kommen? Denn wir wollen uns ja einfach gegenseitig helfen. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Jetzt zu dem Zeitpunkt müsst ihr mir vielleicht gucken, auf Instagram vielleicht mal folgen, wo ich gerade bin, an die Chemnitzer, die eben mir vielleicht nochmal auf den Weihnachtsmarkt gehen wollen oder gerade dort sind und sich gerade irgendwie bei einem Glühwein das Video angucken, was wahrscheinlich gefühlt keiner machen wird. Aber guckt einfach mal nach. Ich werde in der Story auf jeden Fall bei Instagram immer mal wieder euch auf dem Laufenden halten, wo ich gerade bin, wo ihr mich treffen könnt, wo wir quatschen können, Bilder machen können und
so weiter und so fort. Also, gebt einen Daumen auf das Video nach oben. Ich hoffe natürlich, euch freut es, dass die Top-Partien-Prediction zurück sind. Nächste Woche geht's weiter. Ich bin raus. Immer smart und sexy bleiben. Lasst einen Daumen nach oben da und so weiter und so fort. Ja, ich bin raus. Euer Chris und...